1, 2, 3. Der Boys Day ist wichtig, weil man in Berufe reinschnuppern kann, die man vielleicht sonst nicht ausgewählt hätte. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich habe in Gruppen gearbeitet und die Gemeinschaften gestärkt. Mir hat eigentlich hier alles gefallen. War informativ. Der macht auch richtig Spaß. Boys Day! Es ist Boys Day, jungen Zukunftstag. Überall in Deutschland machen sich Schüler auf den Weg zu sozialen Einrichtungen, Betrieben und Hochschulen. Hier lernen sie Berufe kennen, in denen bisher nur wenige Männer arbeiten und nehmen an Workshops teil. Bei Ridimed in Hamm erklärt eine Ergotherapeutin Miguel und Steven, wie sie mit kleinen Kindern arbeitet. Selbstversuch inbegriffen. Die Schüler bekommen jede Menge Einblicke in den Arbeitsalltag der Profis. Ich finde das gut, weil dann kann man sich schon mal auf den Beruf suchen, also vorbereiten, dann kann man Ideen sammeln, was man später machen möchte. Ich habe das in früheren Jahren selber an mir merken können, dass es nicht so gut war. Wir durften nie in Betriebe rein, wir durften nie in Praxen rein, wir durften nie bei den Ärzten mal schauen. Und da habe ich mir gesagt, das werde ich ändern. Dieser Boys Day bringt den Kindern auch was, bringt den Jugendlichen was, mal reinzuschauen und sich das Berufsfeld anzuschauen. Und von daher begrüße ich das. Im Großmarkt legen die Jungs selber Hand an. Für einen Tag machen die Schüler, was im Handelshof sonst von Verkäuferinnen erledigt wird, und sind froh, dass sie sich genau diesen Boys Day Platz ausgesucht haben. Weil ich mal wissen will, wie das hier ist. Weil ich einfach nur Erfahrung haben wollte, wie ein Großmarkt funktioniert. Weil es dir Spaß macht. Begegnung im Altenheim Marienstift in Bielefeld. Boys Day Teilnehmer und Bewohner nähern sich vorsichtig an. Der Schüler bekommt eine Vorstellung, wie es ist, als Altenpfleger zu arbeiten. Von Berührungsängsten ist nichts zu spüren. Weil ich jetzt hier bin, finde ich das eigentlich richtig gut. Der Pflegeberuf oder überhaupt die ganze Altenarbeit ist traditionell eher ein Frauenberuf. Wir glauben und wir wissen auch von den Männern, die bei uns arbeiten, dass das auch für Männer ein ansprechender Beruf ist. Und der Boys Day bietet uns einfach eine Gelegenheit, dass junge Männer hier mal reinschnuppern können. Und das nutzen wir sehr gerne und auch mit gutem Erfolg. Das ist gut. Der 14-jährige Tristan hat sich eine Apotheke für seinen Boys Day ausgesucht. Eine Apotheke finde ich sehr interessant, weil da hilft man Menschen und das tue ich sehr gerne. Hier könnte der Gymnasiast später nach einem Studium als Pharmazeut arbeiten oder nach einer Ausbildung als pharmazeutisch-technischer Assistent. Wir finden es wichtig, dass auch einmal die Jungs in die Apotheken eben reingucken können, weil wir ja sonst doch nur unter Frauen sind. Oder fast nur. Wir haben Nachwuchssorgen, vor allen Dingen im Bereich der Pharmazeuten, das sind die Apothekerinnen und Apotheker, aber auch bei den pharmazeutisch-technischen Assistenten fängt es auch langsam an, dass wir dort wirklich um unseren Nachwuchs kämpfen müssen. Am Boys Day erkunden die Jungs nicht nur Berufe, sie testen auch ihre Teamfähigkeit und ihre sozialen Fähigkeiten, wie im Bielefelder Jugendzentrum Kamp. Wir ziehen hier dran und spannen das Seil, dann läuft einer hier rüber. Bis am Ende und springt dann runter. Das Schwierige ist, dass man hier, die Seile sind sehr, dünn. Also, und das wackelt so, weil das ja nicht richtig fest ist. Erst gibt's Infos zum Beruf Sozialarbeiter und dann geht es um Rollenbilder. Zum Beispiel beim Haushaltsparcours. Das heißt also, nicht bügeln oder nicht heißer als 110 Grad bügeln. Nicht bügeln, dann würde das Bügeln ja, nicht heißer als 100 Grad. Ich finde interessant, sich nämlich mal mit der Rolle zu beschäftigen, was möchte ich als Junge eigentlich mit meinem Leben anfangen? Wo kann da mein Platz sein? Möchte ich eine Familie gründen? Was kann da meine Rolle sein? Das verändert sich ja alles gerade sehr.
Im Jahr 2011 fand in Deutschland der erste bundesweite Boys Day statt. Dahinter steckt folgende Idee. In drei Bereichen sollen sich Jungen mit ihrer Zukunft beschäftigen. Im Beruf, in der Dienstleistungsbranche, bei Erziehern, in Pflegeberufen, überall werden Auszubildende und Mitarbeiter gesucht. Wenn Jungs diese Berufe mitbedenken, haben sie viel mehr Auswahl und können sich wirklich nach Neigung und Talent entscheiden und nicht nach überholten Klischees. Bei den Rollenbildern. Jungs sollten lernen, Rollenbilder zu hinterfragen und sich Gedanken machen, wie sie Familie und Beruf in Zukunft am besten vereinbaren können. Im Bereich soziale Kompetenz. Sie ist in sehr vielen Berufen wichtig. Teamarbeit wird inzwischen in fast jeder Branche gefordert. Jungs sollten sich ihre sozialen Stärken bewusst machen und sie trainieren. Teamarbeit üben die Boys Day-Teilnehmer auch im Elisabeth-Lüders-Berufskolleg in Hamm. Und sie lernen Spiele, die sie mit Kindergartenkindern machen können. Ja, allgemein haben wir heute so uns angeschaut, wie es wäre, ein Erzieher zu werden, also Kinderpfleger. Man hat dann Experimente gemacht, so, die man mit Kindern durchführen könnte. Flieger basteln, was hat man mit Kindern so allgemein machen könnte, um sie zu betreuen und ihre Entwicklung zu fördern. Den Alltag eines Erziehers erlebt Neven in der Kindertagesstätte Maiwiese in Herford. Also es ist ganz gut, einfach mal reinzugucken, wie so ein Arbeitstag aussieht. Auch sein Mitschüler Fabian freut sich über diese Erfahrung. Ich finde gut am Boys Day, dass man kennenlernt, wie die Erwachsenen hier arbeiten, wie man selber, wie es so selber aussehen könnte. Was eine Servicekraft können muss, testen Schüler in Hamm beim Zubereiten von Cocktails und Canapés. Außerdem stehen schön gedeckte Tische auf dem Boys Day Tagesplan. Mir war schon klar, dass wir irgendwas mit Essen tun, also hantieren. Und ich liebe es auch. Auch zu Hause in der Küche helfe ich meinen Eltern. Und ich wollte mal auch halt gucken mit meinen Freunden, wie das so ist. Da lernt man viele Leute kennen und das stelle ich mir sehr interessant vor. Wir sind der Ansicht, dass es höchste Zeit ist, auch die jungen Männer auf die Berufsfelder aufmerksam zu machen, die in unserem Hause angeboten werden. Das ist der Bereich des Gesundheitswesens, des Sozialwesens und die Ernährung und Hauswirtschaft. Das sind Berufsfelder, wo in Zukunft Arbeitsplätze sein werden und wo wir auch Männer brauchen. In der Bielefelder Stadtbibliothek sind Jeffrey und Jesse einen Tag lang Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Die Boys Day-Teilnehmer sind froh, dass sie diese Chance genutzt haben. Der Boys Day hat Spaß gemacht, weil man kann viele spannende Dinge ausprobieren. Der Boys Day ist wichtig, weil man was für die Zukunft lernt. Ich würde sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, hier mitzumachen, weil das wirklich sehr interessant ist. Ich würde es empfehlen, weil es Spaß macht und abwechslungsreich ist. Ich fand es bisher super. Der Boys Day in Deutschland, damit Jungen neue Wege gehen können.